Herr Böhm, Sie haben von der Arbeitswelt 5.0 gesprochen. Wenn Sie sich festlegen müssten, was die Ausgangsfrage von Beat Glocker betrifft, neue Nischen für Behinderte oder werden diese aus der Arbeitswelt gedrängt? Ich glaube, dass es durchaus neue Nischen gibt. Ich bin mir auch gar nicht mal sicher, ob es nur Nischen sind. Also ich glaube, dass wir einfach beides sehen werden, dass wir Menschen mit Behinderung auch sehen werden, die ganz normal und gut integriert sind und dass Behinderung auch eigentlich inklusiver irgendwie gesehen wird, als das heute der Fall ist. Also gar nicht irgendwie schwarz-weiß, Menschen mit, Menschen ohne Behinderung, sondern Menschen einfach mit all ihren Facetten. Und ich glaube, viele Behinderungen werden dadurch auch gar keine Rolle mehr spielen in so einer Arbeitswelt 5.0, weil sie sehr gut kompensiert oder vielleicht sogar überkompensiert werden können. Auf der anderen Seite wird es möglicherweise tatsächlich eben so Nischenarbeitsplätze neu geben, vielleicht sozialer Natur. Aber auch hier glaube ich, das wird möglicherweise nicht nur Menschen mit Behinderung betreffen, sondern das wird für viele Gruppen eine Möglichkeit sein, weiter Beschäftigung und Auskommen zu finden und eben vielleicht auch in einem gewissen entschleunigten Umfeld. Das würde ich gerne genauer wissen, denn der Begriff Nische, das klingt ja kuschelig, das klingt nach Wärme, das klingt nach Geborgenheit. Was wäre eine ganz konkrete Nische, eine ganz konkrete Arbeitstätigkeit für eine ganz konkrete Gruppe von Behinderten, die für Sie plausibel ist? Also ich glaube, man müsste eben tatsächlich was finden, wo für alle Seiten ein Mehrwert geschaffen wird. Ich persönlich glaube, nur solche Lösungen sind langfristig tragfähig, ne, und lebensfähig, wo wirklich sozusagen für alle Seiten was Positives ankommt. Ich könnte mir beispielsweise eben durchaus vorstellen, dass es Läden gibt, wo eben beispielsweise lokale Produkte in irgendeiner Form verkauft werden, wo eben das Soziale auch wiederum im Mittelpunkt steht, wo auch Leute gerne hingehen möchten, eben weil sie kein anonymes Umfeld in einem Supermarkt wollen, sondern vielleicht wirklich die Ansprache haben möchten und genauso sozusagen dort auch Menschen arbeiten, die diesen sozialen Kontakt irgendwie schätzen. Das wäre also sicher nichts für sehr introvertierte Leute, sondern eher für Leute, die da aufblühen, wenn sie eben sozialen Kontakt haben, ist vielleicht aber eben nicht alles so ganz schnell gehen muss oder wo auch mal eben Prozess vielleicht mal ein bisschen unrunder laufen kann, wo das aber nicht so die Rolle spielt. Also das wäre so Einzelhandel, könnte ich mir so als Branche vorstellen, aber durchaus auch so im Erziehungsbereich oder im Pflegebereich beispielsweise. Das war schon sehr konkret. Sie sprechen da von Menschen, die kommunikativ sind, die ein Stück weit extravertiert sind. Kann man es noch konkreter auf bestimmte Menschen mit einer Behinderung ummünzen? Reden Sie da von Menschen mit Trisomie 21, reden Sie von Menschen mit Autismus. Welche haben Sie da im Blick? Na, ich glaube, Menschen mit Autismus, die wären jetzt gerade ein Gegenbeispiel, wo das vermutlich nicht so gut funktioniert, ne, weil das ja oft introvertierte Menschen sind. Da gibt es ja durchaus auch so Nischenarbeitsplätze, wo die ganz wertschöpfend sein können. SAP wird da oft genannt als Beispiel, ne, das Thema Softwarekontrolle. Gibt es auch in Zürich schon Firmen, die das gut machen. Ich würde mich jetzt ungern auf eine, sagen wir mal, ganz spezifische Behinderungsart festlegen, aber weil ich da auch zu wenig Experte bin. Aber beispielsweise eben, warum nicht eben Menschen auch mit einer kognitiven Einschränkung, die aber durchaus sozusagen dieses soziale Element einfach gerne haben. Und ich glaube, die gibt's. Nochmals Hand aufs Herz. Diese Nischen klingen toll, klingen auch ein Stück weit plausibel. Glauben Sie selber wirklich daran, dass das in 10 Jahren vor mir kommen wird? Doch, das denke ich eigentlich schon, weil ich das unter anderem an meinem eigenen Wohnort gerade erfahre, dass das so ist. Ne? Und dass genau da ist eine Bank, macht die Filiale zu, wie es auch ganz oft der Fall ist, geht mehr nur noch ins digitale Geschäft, man kann nur noch digital mit der Bank irgendwo interagieren, aber es wird eine Fläche frei. Und was passiert mit der Fläche? Man überlegt, wie man die nutzen kann. Und man hat eben momentan die sehr anonymen Discounter, die ja den deutschen Einzelhandel auch sehr, sehr stark prägen. Ne? Kennen Sie alle die Marken. Das ist aber auch was Leute eben oft nicht wollen, weil sie sich irgendwie für einen bewussteren Lebensstil entscheiden. Für eine gewisse Entschleunigung, aber auch für eine hohe Qualitätsorientierung, für eine lokale Komponente. Und da ist tatsächlich jetzt auch eine Genossenschaft gegründet worden. Das ist, sag ich mal, Non-Profit. Aber das ist trotzdem so, dass sich das kostenseitig decken muss und dass da sicherlich ein paar Menschen sozusagen ihr Auskommen finden werden. Und ich habe persönlich schon die Meinung, dass das auch gut angenommen wird vom Markt. Und ich glaube, dass es viele Felder gibt, wo sowas möglich ist. Ja, auch vielleicht in der Gastronomie beispielsweise. Also es ist sicherlich nicht nur jetzt auf eine Branche irgendwo beschränkt. Herr Böhm, ganz herzlichen Dank. Dankeschön.